Wieso verdammt ist doch alles gut? Ich habe zwar keinen Header gemacht, aber... Na los, Leute. Oh. Ups. Hätte ich fast die Ellie angeschossen. Sie übertreiben, finde ich. Was mache ich denn? Achtung! Oh, komm schon. Und weg damit. Oh, nee. Oh, das ist wie asozial. Okay, Sam? Ja, bin okay. Danke, Joel. Sieh mal da. Okay. Jetzt schießen. Geschafft. Nein. Wir haben doch die Ellie lieb. Wir müssen weg. Und die anderen beiden auch. Okay. Sam! Henry! Sam, alles okay? Ja, mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Los, mach! Gehen wir! Ach, ist doch scheiße. Nein, 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 nein. Da sind zu viele, das kannst du vergessen, nicht mit dem Ding. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Ist okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit.
Dann los. Muss schon sagen. Hello Kitty, Star Drink. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst. Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh Mann. Und nie wieder zurückkommen. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Das war gut, recht gut. Gut? Bei solchen Gesprächen wie die Ellie irgendwann mal zum Jungen. Ich will Details, beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Glaube ich auch nicht. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Ihr zwei doch auch, oder nicht? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Sicher? Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Ich könnte jetzt so böse Sprüche raushauen. Skorpione sind gruselig. Hast du noch nie einen gesehen? allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper. Sprich, sie wissen, was sie tun, aber sie können sich kontrollieren. Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich's beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay. Ach, die Ellie ist schon eine Liebe. Wir sehen uns morgen. Ey. Sei nicht so undankbar. Oh. Fuck. Oh Mann. Das riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lasse ihn erst mal ausschlafen.
Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Fällt mir gar nicht. Sam? Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Hey, Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Fuck. Henry? Ellie, bleib da. Henry! Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Das ist alles deine Schuld. Henry! Henry, nicht! Die vier waren so super. Jetzt ist Herbst? Warum? Jackson County. Hä? Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Ich habe jetzt einfach mal aufgehört zu verstehen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Ich hinterfrag das jetzt mal nicht. Dafür, dass ich hier noch Zeug sammeln kann, glaube ich, dass wir noch ordentlich was hinter vor uns haben. So viel dazu. Ach komm. Wir folgen dem Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Ja komm. Jetzt habe ich doch so ein bisschen Days Gone Vibes. Aber das Interessante ist, in der freien Natur haben wir nicht so viel. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, gut, worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei den Fireflies. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Und wer soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Ja. Okay. Gehen wir weiter. Kann man mal machen. Ja, also laufe ich jetzt wieder nach oben? Ich bin doch erst nach da runter gegangen. Ich muss dem Fluss folgen. Das bedeutet, ich muss ja schon irgendwie hier runter. Aber da kann ich ja nicht hin. Muss Ellie? Muss ich hier lang? Warum folgt die mir nicht? Ich bin echt ein bisschen planlos. Ohne Plan durch die Stadt. Da bin ich aber platt. Ich werde alt, okay. Wieder fragen wir das mal nicht. Das Wasserkraftwerk. Ein Wasser was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Hey, ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Durch Turbinen. Durch den Strom des Flusses werden große Turbinen angetrieben, die einen Generator antreiben. Läuft so ähnlich wie ein Dynamo. Wenn wir das andere hochkriegen, kommen wir rüber.
Jo, jetzt nur die Frage, wie kommen wir da rüber? Hat jetzt schon was anderes an? Ich meine, nach einem halben Jahr wäre es mal nötig. Ich würde da nicht schwimmen, nicht bei dieser Strömung. Ich überlege mir was. Warte hier. Jetzt kommt da so ein Pilz-Zombie-Piranha, der beißt mir so langsam am linken Hodensack rum. Macht da so Knabbereien. Bin ich ja nicht irgendwie hoch? Lass mich raten, wir müssen irgendwo wieder so ein Dingsbums finden. Also so ein Wasserkraftwerk würde ich persönlich nicht schwimmen, aber ich kann auch nicht richtig hin, okay. So, dann muss ich selbst mal gucken. Ob wir die Ellie da reinbringen müssen? Ne, die Fenster sind auch zu, ne? Okay, das war richtig gut. Das war nicht schlecht, aber... Das hat mir nichts gebracht. Mich mal überlegen. Ich kann theoretisch nur durch das Wasser. Ich kann nicht da lang. Unterirdisch gibt's nichts. Und darüber kann ich auch nirgends. Oh, ich dachte, er hat bepfeift. Oh, Ellie, ich bin hier gerade am Schwimmen. Kannst du mal die Schnauze halten? Ich dachte, da pfeift mir gerade einer ins Ohr. Dabei war das die Ellie. Ach, Mädchen. So, nee, da bin ich doch schon wieder voll überfragt. Nicht, dass es hier irgendwo lang gehen kann oder dort lang. Aber wir sind hier nicht bei Tomb Raider. Also von daher wird es ein bisschen schwierig. Weiter als hier kann ich sowieso nicht. Nicht, dass man hier doch irgendwo unten was bewegen muss.
Okay, Ellie, du musst jetzt... Ich weiß. Steig auf die Scheißpalette. Weißt du, die sind schon über einem halben Jahr irgendwie unterwegs, an einem Fluss entlang, anstelle, dass die Ellie sich mal irgendwie mal darauf aufmacht und mal anfängt, schwimmen zu lernen. Nein. Natürlich nicht. Na los, dreh das Ding. Was macht ihr jetzt nur, damit wir darüber kommen? Als ob wir ja nirgends rüberklettern könnten. Die Strömung hätte uns schon längst mitgerissen. Also ich persönlich würde bei so einem Ding... Teamwork. Passt. Yeah. So, wollen wir jetzt hier lang oder will ich jetzt da lang? Vielleicht kann ich ja noch was finden. Lootraum oder so. Oder es geht einfach hier weiter. Ich weiß, hab ich auch. Das nächste Eichhörnchen muss dran glauben. Noch ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen. Gut, wenn ich verhungere, ist das deine Schuld. Oh, Ellie, halt dein Maul. Wir können dir auch einfach ein Bein abbinden, das abschneiden, wir können das essen. Ich hab fast gedacht, dass es hier noch irgendwas zu holen gibt. Oh nein. Das ist zu klein für ein Grab. Ich habe vergessen, den Roboter auf sein Grab zu stellen. Was mache ich jetzt damit? Ellie. Was? Ich will darüber reden. Nein. Warum nicht? Wie oft müssen wir das alles noch durchkauen? Dinge passieren. Das ist nun mal so. Aber... Es reicht jetzt. Ach so. Schon gut. Tut mir leid. Das ist das Grab von Sam. Ach so. Aber ich verstehe das halt nicht. Wir sind von da hier rüber gekommen, mussten uns erst hier rüber ballern, damit wir hier das Grab finden? Wenn die vorher schon da drüben gewesen sind, warum mussten wir diese Scheiße hier mit dem Schwimmen machen? Fragen über Fragen der Logik. Wäre es nicht sinnvoller, was Ordentliches zu jagen? So ein Eichhörnchen ist doch auch nicht unbedingt wirklich viel. Gehen wir rein? Außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Das gefällt mir gar nicht. Da gibt's doch bestimmt wieder irgendwelche Gegner. Okay, irgendwelche Pflanzen geben mir Sachen zum Leveln? Gut, ich glaube, ich sollte mal gucken, dass ich Schwanken der Waffe so ein bisschen lerne. Aber das kriegt man halt so selten. So, hier gab es doch wieder einiges. Karte des Kraftwerks. Ich hoffe nur. El Diablo. Die Frage ist nur. Ja.
Jawollinger. Aber ist auch wieder so ein One-Shot-Ding, ne? Okay, den sollte ich vielleicht stark aufheben und nur dann benutzen, wenn er wirklich braucht, wenn ich ihn wirklich brauche. Kann ich hier lang? Nee, ne? Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wag es ja nicht, die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort! Ellie, tu, was die Dame sagt. Okay. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Das ist mein verdammter Bruder. Tommy? Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am, danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Aha. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her? Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Endlich mal Leute, die uns nicht direkt abknallen wollen. Das ist doch schon mal schön. Hunger? Und wie? Na, ah, voll lieb. Ja, so kann man seine Schwägerin auch mal kennenlernen, ne? Heilig! Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Pferde. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Guck mal, Juna, ja. Pferdchen. Wir kriegen das wieder hin. Oh, Mann. Ihr habt hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston, ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das ja, ist doch schön. Klasse. So. Hey, danke, Tommy. Kein Ding. Okay, weiter mit der Führung. Ah, ich find's gut, dass man hier interagieren kann. Kann ich hier auch? Kann ich ihn auch streicheln? Wehe, die sterben. Was machst du hier? Ich hoff's nicht. Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hauser und die anderen, die mich ablösen. Ach, wir kommen klar, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden, ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Na dann. Auf was warten wir jetzt? Bin ich zu weit nach vorne gegangen? Sie kann... Ernsthaft. Broken KI. Maria. Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Das ist das sechste Mal, dass sie es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Sarah. Nimm du es.
Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Okay. Die ist auch am Anfang gestorben. Schade eigentlich. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Was will er mit seinem Bruder besprechen? Ich wette mit dir, der will die Ellie hier lassen.